Moin Leute, willkommen im Bruderland. Ich bin jetzt gerade in meinem Wohnzimmer und im heutigen Video nehme ich euch mit auf eine Reise und zwar zu meinem Eufy S1 Pro, der hier schon seit einer Weile vor sich hinschlummert und den werde ich euch heute mal zeigen und euch mal zeigen, was er kann und was er nicht kann. Zur Installation nur so viel, das war innerhalb von einer Minute erledigt und ansonsten dauert es noch ein bisschen hier das frisch Wasser einzufüllen und hier seht ihr dann auch gleich noch, hier ist quasi noch ein Spülmittel, da kriegt man eins mit dabei, kann man mitnutzen, muss man aber nicht und hier auf der Rückseite ist das Schmutzwasser und das Schöne ist, das sind hier Behälter, die man relativ einfach halten kann und die öffnen sich auch nicht, während man sie transportiert. So, ansonsten seht ihr jetzt hier oben noch ein kleines Display. Das ist insofern interessant, weil man theoretisch hier natürlich auch alles steuern kann, von wegen Roboter wieder zurückholen oder Menüs und so weiter. Ihr seht hier, kann man nämlich die verschiedenen Modi. So, und was wir nämlich jetzt mal machen, wir werden das Ding jetzt einfach mal starten. Und dann seht ihr hier nämlich auch das Ozon angehen. Und damit wird nämlich das Wasser nochmal gereinigt. Und parallel wird jetzt hier quasi die Rolle und der kleine Wassertank befüllt. Und wie ihr hier vielleicht schon ein bisschen sehen könnt, also Dreck zieht diese Oberfläche schon ganz schön an. Aber wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Und das dauert jetzt immer einen Moment, bis quasi der Mop befeuchtet ist und alles vorbereitet ist. Und dann geht es hier gleich los. So, und dann geht es hier auch schon los. Ihr seht, links und rechts haben wir jeweils zwei Rollen. Vorne haben wir das 3D-Matrix-Eye. Und auf der Rückseite, er präsentiert sich wie ein Model, haben wir die Ladekontakte für die Ladestation. Er orientiert sich kurz. Und dann geht es auch gleich los. Und normalerweise macht er auch immer Zimmer für Zimmer. Und das ist hier mal hier ein bisschen tricky mit den Stühlen. Er kommt zwar drumherum, aber das dauert dann halt vergleichsweise lang. Deshalb empfehle ich dann immer, wenn ihr sowas habt wie einen Tisch mit Stühlen, dann einfach mal kurz die Stühle hochstellen. Während er hier rumfährt, machen wir mal einen kurzen Abstecher zur Absaugstation. Und zwar seht ihr dann auch ein Problem, das mir so ein bisschen aufgefallen ist. Und zwar dachte ich anfangs, das hier wäre irgendwie Gras oder so. Aber das sind tatsächlich Fasern von der Rolle und die lösen sich halt hier ab und da kommt hier doch ganz schönes Stückchen zusammen und das hat dann auch zur Folge, dass hier dann teilweise das Sieb verstopft wird oder so. Also das sollte man berücksichtigen. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, bei mir ist das aber definitiv so und ihr seht schon, das ist jetzt quasi von ein-, zweimal waschen und da kommt schon einiges an Fasern zusammen. Aber ich habe bisher jetzt die Rolle noch nicht gewechselt und er tut auch immer noch, was er tun sollte. Eine Sache, die auf jeden Fall erwähnenswert ist, ihr seht es vielleicht hier an dem Tischbein, der Eufy S1 Pro fährt eigentlich ziemlich geschmeidig um Ecken und Kanten, also er knallt nicht ständig dagegen, wie das vielleicht andere machen, die dann eher per Karacho und Frontbumper sich orientieren, aber er macht das eigentlich sehr gut und ich habe bisher da auch keine großartigen Geräusche gehört, dass er da gegen Wände oder Türen geknallt ist in der Zeit. So, und jetzt gucken wir uns nochmal die Hinderniserkennung an. Die funktioniert in der Regel recht gut, aber ich habe es leider ziemlich häufig gehabt, dass er dann doch immer gerade so sehr dünne Sachen einsaugt. Und da habt ihr jetzt gesehen, er hat es als Hindernis erkannt und zieht dann gleich wieder von dann. Aber gerade bei Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, so Fitness, Terrabänder oder sowas, die hier immer wieder mal rumfliegen. Da hat er dann doch Probleme gehabt, die zu erkennen und hat sie dann doch einfach eingesaugt. Aber in der Regel läuft das ganz zuverlässig, aber wenn ihr als Faustregel, wie bei allen Saug- und Wischrobotern, wenn ihr irgendwie ein Todeseck habt, wo ganz viel Kabel habt, macht im Zweifel dort halt lieber eine Sperrzone, als dass ihr versucht, ihn dort durchzumanövrieren. Hier fährt er nochmal kurz bei meinem Roborock vorbei und sagt ihm auch nochmal Hallo, der hat jetzt erstmal Pause. Und was vielleicht noch ganz erwähnenswert ist, wenn das Hindernis dann irgendwie entfernt wird und er den Bereich nicht gewischt und gesaugt hat, dann probiert er es später nochmal, wenn er sieht, dass quasi das Hindernis weg ist. Und das Schöne ist, dadurch, dass er keinen Leitertower hat, kommt er auch problemlos unter Betten und
Sofas, wie ihr hier sehen könnt, und kann dort dann seine Arbeit erledigen. Und wer da jetzt noch fleißig vor sich hin reinigt, kann ich euch jetzt auch gleich mal kurz die Eufy-Reinigungs-App zeigen. Und dann seht ihr hier schon meinen Yoshi, das ist, so habe ich ihn benannt. Und wenn man dann drauf drückt, kann man sehen, wie so seine Tour ist. Und ihr seht, er versucht dann natürlich immer ein entsprechendes Muster zu fahren. Man kann aber auch wie bei allen anderen Robotern kann man hier Raumreinigung machen und Bereichsreinigung mache ich jetzt nicht, weil er gerade am Saugen ist. Hier kann man ihn noch quasi zur Station schicken, Mosch zu waschen. Und ansonsten haben wir halt eigentlich alle Funktionen, die man so kennt. Man kann hier Sperrbereiche einzeln, virtuelle Wände, was man so kennt, und er macht das aber eigentlich recht smart und schafft es dann auch nicht, die Treppe runterzustürzen. Jetzt schicken wir ihn mal zur Station zurück. Da parkt er dann langsam ein. Das ist jetzt quasi das Staubabsaugen. Jetzt saugt er noch das Schmutzwasser ab. Der Wischmopp wird jetzt sauber gemacht. Und wenn er dann mit dem Wischen fertig ist, dann wird der Wischmopp getrocknet. So, das war es jetzt auch erstmal mit dem Ausflug vom Eufy S1 Pro. Und eine Sache, die ich hier auf jeden Fall noch erwähnen möchte, also prinzipiell läuft das Ding jetzt schon seit ein paar Monaten relativ zuverlässig. Was mir aber aufgefallen ist, er hat anscheinend sehr viele Sensoren, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, hat aber zur Folge, dass ich regelmäßig da irgendwas sauber machen muss. Und insbesondere hinten beim Wasserbereich gibt es auch noch so einen Filter, der regelmäßig verschmutzt. Den muss ich so einmal in der Woche, muss ich den einmal kurz durchs Wasser laufen lassen. Also das ist auffällig, das hatte ich mit meinen anderen Wischrobotern bisher noch nicht, aber ansonsten läuft es sehr zuverlässig und ich persönlich finde gerade die Station sehr hochwertig und gerade die Wassertanks mit dem Transportieren sind sehr bequem und nachfüllen und das finde ich auf jeden Fall gut. Was ihr sonst noch beachten müsst, wenn der Wischmopp getrocknet wird, dann dauert das auch eine Weile. Also der kann, glaube ich, bis zu 3 Stunden oder sowas vor sich hin trocknen. Das kann man dann selber nochmal einstellen, ob man das dann vorzeitig abbrechen möchte oder nicht. Wenn man das Ding eh jeden Tag laufen lässt, wie wir, ist es gar nicht so wichtig. Interessant ist es nur dann, wenn ihr den Wischmopp quasi nur einmal in der Woche laufen lasst, dann sollte er natürlich trocken sein, weil sonst fängt es wirklich an zu miefen. Das kann ich durchaus bestätigen nach dem Urlaub oder sowas. Ja, damit bin ich fertig. Wenn ihr sonst noch Fragen zum Eufy S1 Pro habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.